In deinen Antworten sprichst du oft über Buddha beziehungsweise über den Buddhismus. Du selbst jedoch bist doch daoistische Priesterin. Warum bist du keine buddhistische Priesterin? Weil, warum ich so oft über Buddhismus gesprochen? Weil Buddha ist ein Mensch, ne? Durch seine Methode erleuchtet. Er hat für uns wirklich sehr, sehr viel, auch so Philosophie und viele auch Wissen, dieser Weg, wie du ein Schritt gehen, dieser Weg uns geebnet. Das ist ein Werkzeug, was wir auch wirklich benutzen können. Und auch sehr, sehr viel Wissen über auch verschiedene Ebenen und auch viele Wissen verschiedene, wie du bis dahin diese erreichen kann. Deswegen, ich habe auch sehr viel gesprochen. Aber ich möchte nicht in diese Schulfach reingeschreckt. Das ist eigentlich für mich, das ist auch eine Schulfach, die wirklich zu Schöpfung zurück ist. Du bist nirgendwo beschränkt. Ne? Es gibt gar keine Schulfach mehr. Das ist komplett grenzlos. Das ist ursprünglich Dao. Ne? Wenn wir von dem Dao, das die Haupt ist von einer Chaos, bildet 1. Von 1 kommt 2, von 2 kommt 3, von 3 kommt 1000. Ne? Das ist eigentlich, das sind ganz normale Worte, aber dahinter ist so viel Bedeutung und so weiter. Ne? Über ursprünglich Dao, das ist so Naturgesetzmäßigkeit, ne? Das ist auch für Menschen, aber auch viel mehr über Menschen hinaus. Das ist Universalgesetzmäßigkeit. Ne? Wenn wir wollen, dass es dort annähern, dann müssen wir auch diese Universalgesetz unterordnen, ne? Oder dazu anpassen. Insofern, dass ich bin einer wirklich Urtaoismus-Wissen. Dafür wurde. Ne?